Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Odyssey. Heute geht es darum, was ist alles neu im Januar mit einer kleinen Verspätung, auch seitens von Ubisoft. Natürlich, das neue Jahr war da. Die Jungs mussten erstmal wieder auf der Arbeit ankommen, um uns dann zu erzählen, was wir denn alles Neues diesen Monat zu erwarten haben. Und es ist wieder, kann ich vorwegnehmen, auf alle Fälle eine ganze Menge, die zum Spiel hineinkommt, die ja teilweise bezahlt werden muss und teilweise auch gratis ist. Da haben sie also auf alle Fälle wieder eine gute Mischung mit am Start, meine ich auf alle Fälle. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Das Ganze startet erstmal hier bei mir natürlich mit dem Bezahl-Content, sprich der erste DLC, das Vermächtnis der versteckten Klinge, geht endlich in die zweite Episode, in die Fortsetzung. Mitte des Monats geht es weiter mit den Abenteuern rund um Darius. Werden wir also mehr über das Vermächtnis der versteckten Klinge erfahren. Das ist der zweite, wie gesagt, von insgesamt drei Teilen. Es wird ja dann noch ein dritter Part kommen. Nächster Monat, glaube ich, sogar bereits oder war der erst für März geplant. Habe ich jetzt hier gerade gar nicht auf dem Schirm. Werde ich euch aber natürlich rechtzeitig darüber dann auf meinem Kanal informieren. Wie gesagt, Mitte des Monats jetzt erstmal der zweite Teil von dem Vermächtnis der versteckten Klinge. Aber ich habe es gesagt, natürlich auch Gratis-Content kommt. Und dort wird es zwei neue Episoden der Geschichten des verlorenen Griechenlands geben. Und die erste Geschichte sind die Töchter von Lelaia. Und die sind auch schon gestartet. Die könnt ihr also bereits jetzt loszocken. Ende des Monats kommt dann ein weiterer Gratis-Content. Und dort geht es um das Vermächtnis der Poetin. Und wie gesagt, beide diese verlorenen Geschichten sind ja immer gratis für alle Spieler verfügbar. Genauso wird auch kommen diesen Monat eine neue mythische Kreatur. Und zwar der Zyklop Arges wird, ja, uns den Hammer des Hephaistos mitbringen. Das ist nämlich die legendäre Belohnung, die wir erhaschen können, wenn wir ihn denn legen. Mächtig soll er sein. Bisher, muss ich sagen, haben die mythischen Kreaturen nicht wirklich, sage ich mal, vom Schwierigkeitsgrad her überzeugt, sodass ich denke, dass wir da auch wieder einen Easy Kill haben, eine kleine Trophäe, die zusätzlich aufploppen wird und dann halt auch den Hammer, ja, unser eigen nennen können. Ihr solltet aber mindestens Level 50 sein, um euch an den Zyklopen heranzutrauen. Ja, auch auf dem Schiff gibt es Neues und zwar wieder über den Ubisoft Club. Also da solltet ihr mal regelmäßig reinschauen. Wird auch erst im Laufe des Monats verfügbar sein. Und zwar kriegen wir dann die nette Aya ebenso als Verstärkung für unsere Schiffsbesatzung mit an Bord. Auch eine sehr schöne Sache auf alle Fälle. Bin sehr gespannt, wie da so auch die Animationen sein werden. Das ist ja, eigentlich sind die immer relativ cool, die legendären Schiffsleute aus anderen Spielen, die sie hineinbringen. Und da, wie gesagt, kommt dann diesen Monat Aya bei uns aufs Schiff. Müsst ihr euch aber aus dem Ubisoft-Club abholen. Ich denke mal, ein paar Ubisoft-Points wird es kosten. Aber da wir die ja sowieso gerne loswerden möchten, die Punkte, nachdem die ja ab April dann ja regelmäßig verfallen, ist das wohl halb so wild, da die Punkte auszugeben. Ja, mit weiterem Bezahl- bzw. Gratis-Content haben wir dann auch zwei Ausrüstungspakete, die kommen. Bezahl und gratis deswegen. Ihr könnt es natürlich sofort kaufen oder aber ihr könnt natürlich euer Glück bei den Olympischen Gaben probieren, dass ihr dort ja die entsprechenden Gegenstände absahnt. Wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, ist mir ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig klar. Wir haben zwei Sets. Einmal Dionysus und zwar ist das ein komplettes Rüstungsset. Plus, also Reittier, ein wirklich cooler Ochse. Gefällt mir hier im Bild auf alle Fälle. Der ist wirklich geil, der Ochse, das finde ich gut. Endlich mal was anderes als ein Pferd. Ja, ne, gefällt mir einfach, muss ich so sagen. Und obendrauf gibt es dann halt natürlich noch einen legendären Dolch. Und damit kommen wir zum zweiten Pack und das ist das Athena-Pack. Und zwar ist auch dort ein Rüstungsset drin. Und dieses Barbie-Pony hier, so nenne ich es einfach mal. Oder sie hat die Haare schön. Ich weiß es nicht genau, was ich zu diesem Pferd sagen soll. Mit dieser, ja, Wallemähne oder wie auch immer. Ich nenne es einfach das Barbie-Pferd. Das haben wir da mit drin im Paket, wie gesagt, komplettes Rüstungsset natürlich. Und dazu gibt es dann obendrauf noch ein legendäres Kurzschwert. Und wie gesagt, mit Echtgeld oder über die Olympischen Gaben beides zu erhalten. Ab dem Moment, wo sie denn verfügbar sind, wird halt auch im Laufe des Monats geschehen. Erwartet das nicht, dass das sofort momentan da ist. Ja, aber auch im Spiel selber gibt es nicht nur Neuerungen, sondern auch Änderungen. Und zwar das Skalieren der Level kann jetzt eingestellt werden. Es ist ja momentan aktuell so, dass ja, sag ich mal, die Gegner immer relativ levelnah sind, egal wie und wo ihr euch sozusagen aufhaltet. Und das könnt ihr jetzt beeinflussen oder werdet ihr beeinflussen können mit dem nächsten Patch, so muss man sagen. Und zwar hier in den Optionen könnt ihr das dann machen. Und dort könnt ihr dann verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen.
die das Level Scaling betreffen, also wie stark das ist. Schaltet ihr zum Beispiel auf leicht, sind die Gegner bis zu 4 Level unter euch. Schaltet ihr auf mittel, sind sie nur bis zu 2 Level unter euch. Schaltet ihr auf schwer, sind sie immer gleich eurem Level. Allerdings ist diese Option nicht auf Albtraum-Schwierigkeitsgrad verfügbar. Also das gilt nur für die anderen Schwierigkeitsgrade. Auf Albtraum bleibt alles, wie es ist. Und ansonsten könnt ihr euch gerne ja aussuchen, wie schwer das Spiel denn für euch in einem, ja, sag ich mal, bisschen niedrigen Schwierigkeitsgrad sein soll. Ist ja vielleicht auch ganz nett, wenn man sagt, okay, Albtraum ist mir ein klein bisschen too much. Ich hätte aber schon gerne ein bisschen größere Herausforderung. Dann nehmt ihr halt einen anderen Schwierigkeitsgrad, stellt aber das Level-Scaling auf schwer zum Beispiel. Das ist der Hintergedanke dabei, dass man da weiter anpassen kann, wie leicht, wie schwer ist das Spiel. Und dafür gibt es von mir auf alle Fälle einen Daumen hoch. Ist eine nette Idee. Ob man es wirklich braucht, seien wir jetzt mal dahingestellt. Ich finde, man ist sowieso generell im Spiel extremst mächtig. Dann gibt es einen neuen Schmied. Auch hier gibt es dann Hephaistos-Schmiede. Und dort könnt ihr eure Gravuren noch weiter upgraden. Sobald ihr die also auf Level 5 habt, könnt ihr dann upgraden auf Level 6 und auf Level 7. Das wird hier möglich sein. Und weiter gibt es dann noch neue Söldner-Level. Ihr kennt das ja, ne? Tier 1 bis 9 oder was wir da momentan hatten. Da kommen zwei neue Level dazu. Und zwar einmal S1 und einmal S2. Das bedeutet, ihr müsst euch also erstmal wieder ein wenig ja, durch die Ränge nach oben kloppen. Und was gibt es denn als Belohnung dafür? Wir haben im Rang S1 erhaltet ihr 35% mehr Erfahrungspunkte, mehr Drachmen und mehr Crafting-Materialien von Aufträgen und Kopfgeldern. Das ist die erste Belohnung. Und ja, seid ihr dann wieder im Top-Tier angekommen, also in S2, dann bekommt ihr beim neuen Schmied, beim Hephaistos 20%. Die Waren günstiger, also wenn ihr da dann die Gravuren halt auf 7 hämmert, dann kostet das Ganze 20% weniger. Das sind die Neuerungen, die es also geben wird in Assassin's Creed Odyssey im Januar. Es ist wieder mehr als genug dabei, sage ich mal, um die Spieler auf alle Fälle bei Stange zu halten. Es ist interessanter Content dabei. Es ist in meinen Augen eine gute Mischung aus Bezahl-Content und Gratis-Content, sodass ja für jeden was dabei ist. Weiterhin muss ich sagen, dass ich es sehr, sehr schade finde, dass der ja, erste DLC, das Vermächtnis der Klinge, ich meine, es war angekündigt, aber trotzdem, ich finde es weiterhin schade. Diese Aufteilung in Episoden gefällt mir persönlich nicht. Ich hätte gerne lieber, ja, wenn eine Erweiterung kommt, dass diese dann auch wirklich komplett ist und mir halt am Stück so viele Stunden Spielspaß sozusagen bereitet, wie ich möchte, wie ich gerne hinein investieren möchte. Das finde ich einfach besser. So hatten sie das bei Origins gemacht. Dort haben mir beide Erweiterungen sehr gut gefallen, haben mir sehr viel Content geboten, haben neue Gebiete gebracht und das sieht in hier, ehrlich gesagt, weiterhin ein klein wenig mau aus. Mal schauen, wie gesagt, wenn es im Mitte des Monats losgeht mit dem zweiten Teil. Ich denke halt auch, da werden wir dann wieder ein paar Quests haben und die ackern wir ab und dann sind wir durch. Und ja, geht in meinen Augen besser. Deswegen würde ich mich natürlich wissen, was ist eure Meinung dazu? Geht es besser? Wie findet ihr das Ganze mit dem DLC weiterhin nochmal mit diesen Episoden? Würde ich ganz gerne eure Meinung dazu wissen. Wie gesagt, ich persönlich bin da ein wenig enttäuscht von. Und ansonsten würde mich natürlich auch sehr eure Meinung zu den ganzen Erweiterungen, die zum Spiel dazukommen, interessieren. Zum Beispiel halt dieses neue Level-Scaling-System. Ist es notwendig? Bringt es euch was? Sagt ihr, oh ja, finde ich geil, habe ich Bock drauf? Oder sagt ihr auch, nö, ich spiele eh nur Albtraum? Oder sagt ihr das genauso wie ich? Meine Güte, ich bin eh so mächtig, mir ist es relativ egal, welchen Schwierigkeitsgrad ich habe. Und genauso zum Beispiel auch diese Gravuren. Ja, die kann man jetzt nochmal pimpen auf Stufe 6, auf Stufe 7. Und auch, wie gesagt, dadurch, ich denke immer halt, man ist eh ein sehr, sehr starker Charakter, so dass einem diese Dinge in meinen Augen gar nicht so viel bringen, einen gar nicht so weit nach vorne bringen, aber wenn ihr das anders seht, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr es unten reinschreibt, aber natürlich ganz genauso halt, wenn ihr auch sagt, nee, gut, ich sehe das ganz genauso wie du, auch das würde ich mich natürlich freuen, unten in den Kommentaren zu lesen, also da können wir gerne mal drüber diskutieren, solltet ihr mal drüber diskutieren, ja, was ihr denn davon haltet, wie es hier momentan aktuell weitergeht mit Odyssey. Ich hoffe, das kleine Video hier auf alle Fälle hat euch gefallen, hat euch vor allem ja mit allen wichtigen Infos versorgt. Und wenn dem so war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es eh nicht schon gemacht habt, weil ihr wisst selber, mit Glocke aktiv verpasst ihr dann keinen weiteren Content hier. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Ich verabschiede mich von euch hier an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.